So. Ja, also ich sag mal, Champion Select technisch haben die Gegner uns schon outdraftet. Bis auf den Timo. Dankeschön, Dankeschön. Afterlife, du bist zu spät, ne? Poseidon hat schon reingesuppt. Statement? Oh, ich habe meinen Monitor ausgemacht. Bitte nicht ganken. Bitte nicht invaden. Ich habe meinen Monitor ausgemacht. God bless. Danke. Nachträglich. Okay. Ist akzeptiert. Junge, was ist denn los? Tico hat gepupst oder so. Reicht, 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 reicht. So. Okay, ein Slow Push. Sehr gut, sehr gut. Ja, die spielen schon extrem safe, ne? Oder? Die lassen einfach niemand an sich ran. Du hast die Scheiben nicht Was habe ich nicht gesetzt? gesehen. Oh ja, ich vergessen. My bad. Kannst du das einmal für mich machen? Danke. Okay, Hack Room Top. Das ist schon sehr boring irgendwie, die Laning Phase. Passiert halt gar nichts. Wir halten einfach weiter den Push hier. Okay, let's go, Broxa! Ja, mehr als Prior holen können wir hier legit auch nicht, ne? Jeden Trade verlieren wir. Oh, ich habe aus Versehen keinen E geskillt, what the fuck? Wieso habe ich denn kein E geskillt? Das ist natürlich schade. Wespe, die ganze Zeit. Ich bin dead jetzt. Ah, sie hat den Q gemisst.
Schade, wenn die Renata nicht in Q ist, dann haben wir den Kill. Ja, Cleanse ist halt in so einem Fight dann extrem useless, ne? Wenn ich da Heal habe, überlebe ich das. Oder wenn ich E skille, anstatt W. Okay, Hecarim ist gigafett jetzt. Das ist ja mal wirklich... Das passiert ja extrem selten. Dass ein Hecarim fett wird. Ja, die Zeri ist auch ziemlich gut im Game. Ich hab Stopwatch, ich hab Stopwatch, ich hab Stopwatch, ich hab Stopwatch. Master Shifu, Yukimi, danke euch für die Saps. Schade, dass sie den Hecarim da nicht kriegen, ist so unfortunate, ne? Okay, die Frage ist, wie kriegen wir jetzt den Slowpush durch, ohne zu sterben? Probably gar nicht, ja. Könnte playable sein, ja. Ah, nee. Die haben leider Hecarim. Hm. Ah, hätten wir nicht reinmoven dürfen. Es war klar, dass das nicht playable ist. Ich meine, natürlich ist Hecarim da. Ah. That is rough, that game. Ah, war dumm, also... Da können wir niemals fighten, so. Der Hecarim kann uns einfach immer engagen und wir haben da keine Chance. All part of the plan I just made up. Ah, Zeri ist jetzt leider extrem fett. Das wird rough, das Game. Das wird rough. Zeri ist top. I really need a new gun. Okay, ich push die Wave hier mal nochmal hart. Wir werden hier gleich gedived, maybe. Das ist sehr, sehr rough. Sehr, sehr rough.
hat sich leider Zeri gepickt. Ja, das Game ist leider lost. Das Game ist leider, glaube ich, komplett lost. Das sieht sehr, sehr over aus. Ah, mal gucken. Top-Lane kriegt Blades, Mid-Lane kriegt Blades. Ich bin halt komplett raus jetzt leider. Also ich bin komplett raus aus dem Game. Also absolut NASA behind. Das wird schwierig. Ich würde die nächste Welt nochmal hart pushen, die Zeri geht hier Base. Kriege zumindest ein Plating. Kann die uns 1v2 tun, ist die Frage. Glaube nicht, oder? Ah, Boxer hat uns. I'm crazy. Got a doctor. Boxer hat uns. Na, die kommen viermal in Botdive. Müssen wir droppen. Haben wir nicht wirklich eine Wahl. Wir kriegen dafür Mitte tatsächlich sogar Turret First Blood wahrscheinlich. Nee, das sieht leider absolut gar nicht playable aus. Das machen darf, ist so crazy, ne? Irgendwie fühlt sich Renata an diesen Trades immer sehr worthless an. Ist sie, glaube ich, auch. Deswegen sollten wir wahrscheinlich auch einfach diese Trades nicht nehmen. Dann sag ich, ja, so steht leider auch 0-7, das habe ich gerade erst mitgekriegt. Aber gucken. Ja, wir haben Winning Toplane. Diana ist gut im Game. Yasuo ist halt immer noch Yasuo. Ich habe Scaling Rune, ich werde auch useful. Ist auf jeden Fall ein rough Game, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall noch nicht lost. Wir haben jetzt zwei Drakes, die Enemies. Ja, das ist safe. Safe, Renewal. Safe, Renewal.
Ich werde mir jetzt meinen ersten und einzigen Pinkwall in diesem Spiel kaufen. Ich überlege, ob ich hier Lord Dominix direkt als zweites baue, weil ganz ehrlich, ich werde nicht viel Autotacken in den Fights. Der hat schon Armor, der hat extrem viel Armor, Zebby wird viel Leben haben. No, let's go. Ich glaube, Lord Dominix klingt hier nach einem guten Second Item, ehrlich gesagt. Wir wollen auf jeden Fall nicht in den Yasuo reinspielen, ne? Der macht da oben jetzt sein eigenes Ding, der ist Insel. Ich nehme die Wave hier nochmal an. Unser Ziel ist jetzt einfach Farm zu bekommen, ohne permanent zu sterben, ne? Ich glaube nicht, dass wir hier absetzen dürfen. Wo stellen wir den Pinkwood am besten? Ich bin mir nicht sicher. Mega gut, holy shit. Ja, so überlebt, Botlane killt. Die ganze insane. Zeit. Wir kriegen Mitte Prio. Ich glaube, Hecarim kommt aus Base wahrscheinlich. Na, Backpot nochmal abgebrochen. Sehr, sehr gut. Ja, die ist dead, ne? Crazy, ich bin auch dead noch, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass die da rankommen. Ich hätte wahrscheinlich einfach sterben sollen, ohne zu flashen, wenn wir den Tower bekommen. Aber war der Tower vielleicht doch ein bisschen too much. Ah, ich glaube, es ist okay für die Tower da zu gehen, ehrlich gesagt. Tibor, moin, danke für die 32, Brudi. Der ist schon wieder. Übrigens, Tibor, wir haben ja diese Woche in den Playoffs. Danach wollte ich ein bisschen zurück in den Valorant Grind, also wenn du Bock hast. Ich wäre down. Ja, Broxa hat uns. Ich bin halt relativ useless so, aber what can you do, ne? Ich würde sagen, an sich spielen wir trotzdem decent. In so einem Game ist es halt so Classic Jinx. Du bist halt useless, versuchst aber einfach nur zu farmen und trotzdem halbwegs Gold zu kriegen und irgendwann kommt dann im besten Fall dein Moment, wo du das Game carryen kannst. Was, das war mit dem Drake? Ich würde jetzt mal schätzen, den Drake droppen wir, oder? Knapp. Ah, da zu sterben ist jetzt echt unnötig. Das ist echt unnötig. Oh, maybe.
Jetzt kostet uns Renata hier den Baron oder was? Hoffentlich nicht. Dass ich da fast noch sterbe, ist aber auch schon wieder kriminell, ne? Let's go, Junge! TF, Dingens macht da Midlane auch Action. Ich hab den quasi gewone-shottet gerade, den hier, Hecarim. Habt ihr gesehen, oder? Mein Damage. Hi. Ja, wir kriegen einfach ein nächstes Turret. What? Ich gehe aber nochmal Base jetzt, ehrlich gesagt. Ich habe durch den Tower halt noch Lord Dominix bekommen. Ich hab Stopwatch, ich hab Stopwatch, ich hab Stopwatch, ich hab Stopwatch. Da lässt sich die Renata wieder catchen. Ich kann da auch nicht Backpots abbrechen oder so. Weil ich dann einfach runtergerannt werde von Hecarim Zeri. Das heißt, wir gehen hier wenigstens für Jungle Camps. Achso, ihm hat noch Gold gefehlt, habe ich nicht gesehen. Danger Dave, danke für den Zap. Ja, sollten aber in der Lage sein, den Baron, glaube ich, abzuhalten. Das klingt schon machbar. Hecarim ist so fett, Alter. Oh, hat gesmited, Arschloch. Nee, das ist es nicht. Digga, ich sterb immer, weil irgendjemand anderes intet. Wann? Ich hätte einfach flashen sollen da. Legit, jeder einzelne meiner Tode war irgendjemand anderes macht Scheiße. Ich werd runtergerannt. Aber ist mir auch nicht wert, da zu flashen eigentlich, ehrlich gesagt. Muss auch sagen, dass Cleanse in dem Game überraschend useless war. Weil ich halt, aber ich glaube, das liegt auch daran, weil ich so behind bin, dass die Leute mich nicht engagen, ne? Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Oh no. Das ist leider Soul. Ja, wir haben keine Diana Ult jetzt für die Soul. Das sollten wir droppen.
Ey, warum bin ich eigentlich für sie gegangen? Ich wollte doch Infinity Edge kaufen hier. Fuck, da hab ich getrollt. So, aufpassen, dass Debbie hier nicht kommt. Oh, ich bin in den Kiefer reingelaufen. Ah, Diana ist wieder alive. Ich glaube, Indip dürfen die nicht nehmen. Fehlt mich doch einmal! Na, rough game. Aber still winnable. Ich glaube, die Wave kann ich noch pushen hier, oder ist das too much? Kann sein, dass ich mich TF hier ultet, maybe. Hätte ich keinen Sieg gekauft, hätte ich jetzt Infinity Edge. Ist ein bisschen yikes. Ich will mir meinen Blue Trinket für den Nash aufheben. Okay, huge. Oh mein Gott. Let's go, baby, let's go. Holy shit, haben wir das echt noch geturnt, das Game. Holy fucking shit, Alter. Tatsächlich am Ende der Vex Toplane Pick das Game komplett geturnt, ne? Ohne die Vex gewinnen wir das Game, glaube ich, niemals. Crazy. GG, ich muss zur Briefkasse.